Die Sprinter heißen Sprinter, weil sie oft besonders schnell unterwegs sind und weil sie es meist eilig haben. Beides zusammen kann ganz schön gefährlich werden auf der Autobahn. Immer wieder sind diese schnellen Kleinlaster in Unfälle verwickelt, wie etwa jetzt auf der A1 in der Nähe von Hamburg. Harald Kaufmann kam mit dem berühmten Schrecken davon. Seine Fahrt mit dem LKW endete in der Leitplanke der A1 bei Bad Oldesloe. Heute früh wurde er von einem Sprinter überholt, doch dessen Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rammte den Lastzug während des Überholvorgangs. Ja, der da hinten im Graben liegt, der hat mich links getroffen, mir das Rad weggerissen und da war es vorbei. Das schließt man mit dem Leben ab. Da legt man den Führer aus und der LKW macht, was er will. Die Mittelleitplanke stoppte zum Glück nach etwa 50 Metern den LKW. Der Sprinter drehte sich mehrfach nach der Kollision und rutschte in die Böschung. Trotzdem blieb der Sprinterfahrer bis auf ein paar Schrammen unverletzt. Polizei und Feuerwehr mussten nun aber größere Umweltschäden durch den LKW verhindern. Das Fahrzeug verliert Betriebsstoffe, sprich Motoröl und Dieselkraftstoff. Wir pumpen jetzt hier den Dieselkraftstoff aus dem defekten Tank ab. Harald Kaufmann ist noch immer fassungslos, dass er mit seinem LKW so einen schweren Unfall hatte, bei seiner Berufserfahrung. Das erste Mal nach 38 Jahren. Erste Mal. Der kam und haute mir den Reifen unten weg und vorbei. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. So lange wurde der Verkehr auf der A1 an der Unfallstelle vorbeigeleitet.